Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einer neuen Quiz-Reaction auf meinem Kanal. Denn wenn wir uns heute richtig entscheiden, gewinnen wir 10 Millionen Euro. Mega nice. Damit könnte ich nicht krass reisen, weil wir sind gerade in Quarantäne. Hey Leute und herzlich willkommen bei Wissenswert. Hi. Stell dir vor, du lernst einen sehr alten und sehr reichen Mann kennen. Ja. Würde ich erstmal Hallo sagen. Der selber keine Kinder hat und überlegt, dir sein Vermögen zu vererben. Ja, yalla Bruder, her damit! 10 Millionen Euro hat er auf dem Konto. Mhm. Doch einfach so wirst du das Geld nicht erhalten. Oh. 1 plus 1 ist 2. Um sicherzugehen, dass du die 10 Millionen erhältst, stellt er dich vor 7 Entscheidungen. 7? Ich dachte eine! Aber 7 kriege ich auch easy hin. Um zu testen, dass du auch wirklich ein herzensguter Mensch bist. Oh. Ah, okay. Es geht darum, dass wir herzensgut sind. Also ich dachte eigentlich, dass es geht jetzt irgendwie darum, wir kriegen krasse mathematische Rätsel und wir müssen schlau sein wie sonst was. Nee, wir müssen mit dem Herz nachdenken heute. Ich werde verkacken. Nur wenn du immer die beste Entscheidung für deine Mitmenschen triffst, wirst du am Ende belohnt. Alles klar. Ich sehe schwarz. Ob du alles richtig hast und ein wirklich sozialer Mensch bist, das werden wir am Ende des Videos auflösen. Okay. Ja, let's go. Let's go. Beginnen wir mit der ersten Entscheidung. Du bist mit deinen 3 Hundewelpen am Ich habe 3 Hundewelpen. Ich brauche die 10 Millionen nicht. Und gerade bis zum Kopf im Sand eingebuddelt. Oh. Vor dir ist eine große, haarige Spinne, die in wenigen Augenblicken zu den Hundewelpen laufen wird und sie beißen könnte. Das Gift ist nur für die Hunde gefährlich. Mhm. Dir kann die Spinne nichts anhaben. Ja. Sie befindet sich direkt vor deinem Kopf. Ja. Du könntest sie beißen und sie somit außer Gefecht setzen. Aha. Würdest du das tun, um deine 3 Hundewelpen zu retten? Oh. Jetzt ist die Spinne hier durchgeschnitten? Entscheidest du dich für A, die Rettung der Hunde durch den Biss der Spinne? Ah. Oder B, verzichtest du aufgrund von Ekel? Also klar, wenn ich A sage, ist es wahrscheinlich richtig und wir bekommen das Geld. Allerdings ist es halt eine verdammte Spinne! Auf der einen Seite hasse ich halt Spinnen wie die Pest, aber auf der anderen Seite liebe ich Hunde und vor allem Welpen und vor allem Golden Retriever Welpen! Und das sind Golden Retriever-Welpen, von daher, ja klar, werde ich die Spinne töten! Oh, wie schmeckt wohl so eine haarige Spinne? Ein paar Sekunden später. Kommen wir zur nächsten Ah, okay, wir kriegen die Antworten erst am Ende des Videos, also ihr müsst dranbleiben, leider. Ein Zug fährt auf eine Gruppe von 5 Menschen zu, die am Gleis festgekettet wurden. Oh. Es sind Kinder als auch ältere Erwachsene unter den Menschen. Okay. Auf dem einzigen anderen Gleis ist ein einzelnes Kind, das nicht festgekettet wurde, aber weil es stolperte, nicht mehr vom Gleis hochkommt. Du stehst neben dem Hebel, der die Fahrtrichtung ändern kann. Es gibt jetzt 2 Optionen. Option A wäre, nichts zu tun und den Menschen, die von einem Kriminellen am Gleis festgekettet wurden, ihrem Schicksal zu überlassen. Aha. Und dafür das Kind auf dem anderen Gleis zu retten. Okay. Oder du entscheidest dich für Option B. Mhm. In diesem Fall legst du den Hebel des Gleises um und der Zug überrollt das Kind. Du hättest dafür aber die 5 Menschen gerettet. Welche Entscheidung triffst du? Ich mit meinem Bizeps würde den Zug anhalten. Halt's Maul. Boah, nee, das ist ja extrem schwierig. Also ich meine, vorhin konnte man sich noch denken, was irgendwie richtig wäre für den Verlauf des Videos. Allerdings ist es hier ja echt, also soll der Zug abbiegen und das Kind töten, was selbst da drauf gefallen ist, oder weiter geradeaus fahren und die 5, das ist ja, da setzt man, hetzt man ja Menschenleben aufeinander. Ey, das, hä? Ist ganz schwierig. Ich würde sagen, Option A, also dass der Zug über das Kind fährt. Aber das geht ja richtig in den Kopf rein. Schreibt mir mal gern eure Antwort unten in die Kommentare, aber wir machen jetzt weiter mit der nächsten Entscheidung. Du wirst von dem reichen alten Mann vor die Wahl gestellt. Würdest du eher dein Leben lang auf das Internet verzichten oder für den Rest deines Lebens keine Freunde haben?
Wenn du dich für A entscheidest, hättest du nie wieder Internet, dafür aber Freunde. Mit B entscheidest du dich für das Internet, aber gegen jede freundschaftliche Beziehung, die in deinem Leben noch entstehen kann. Wer entscheidet sich denn da bitte auf B? Bubble. Nee, also jetzt mal Real Talk. Ich meine, für mich ist das in einer gewissen Form auch nochmal eine andere Situation so. Ich verdiene mein Geld mit dem Internet, aber ich würde mich ja trotzdem nicht für das Internet entscheiden, sondern für Freunde. So, klar, man kann jetzt argumentieren, über das Internet findet man dann vielleicht auch irgendwie neue Freunde, aber das ist ja ausgeschlossen. Also hundertprozentig auch hier wieder A. Ich habe bisher jedes Mal A genommen. Glückwunsch. Die nächste Entscheidung. Du stehst in einem Hochhaus auf dem Balkon einer Wohnung. Die alte Katze der Nachbarin über dir, die dich auch schon mehrfach angegriffen hat, ist nicht mehr so fit wie früher und rutscht vom Geländer des Balkons. Du hältst gerade dein neues Handy mit beiden Händen fest und siehst plötzlich die Katze fallen. Nein. Du kannst sie nur retten, wenn du dein Handy auch fallen lassen würdest. Würdest du A, die Katze fangen, obwohl sie dich schon mehrmals angegriffen hat und bereits in einem hohen Alter ist? Das ist ja wieder so klar. Oder wäre dir B, dein neues Handy wichtiger? Ist ja so klar. Die Katze fällt vom Balkon, aber man kann sie nur retten, wenn man dann sein Handy fallen lässt. Also ich meine, bei meinem Handy ist es so, ich habe dieses Apple Care Plus. Also wenn damit was passieren sollte, dann bekomme ich quasi ein neues Handy kostenlos. Und allgemein, es ist ein Leben gegen einen Gegenstand. Ich meine, klar, natürlich, wenn jetzt Leute nicht dieses Apple Care Plus haben und vielleicht auch jetzt nicht überhaupt sich jetzt gerade mal nach Monaten oder Jahren ein Handy leisten konnten, dann sind die wahrscheinlich eher zimperlich, vor allem wenn die Katze einen halt jeden Tag einfach angegriffen hat und die eh schon total alt ist. Aber trotzdem würde ich safe das Leben der Katze retten. Also jeder, der sich dafür B entscheidet, Alter, der kann gerne meinen Kanal abonnieren. Deabonnieren. Ich hab's halt wieder mit meiner Sprache. Der alte reiche Mann will nun deine letzte Entscheidung haben. Und diese ist für ihn die wichtigste. Okay. Also wähle deine Entscheidung ganz bedacht. Ja. Wenn du die Wahl hättest, was würdest du lieber? Okay. A. Angelogen werden oder B. Selber lügen? Ich glaube, der alte Mann will A hören, dass wir angelogen werden. Somit hätten wir uns auch einfach immer für A entschieden und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, um hier an die 10 Millionen Euro zu kommen. Wenn ich das Ganze jetzt allerdings ehrlich beantworten müsste, dann safe selber lügen. Also, ich meine, Lügen sind ja jetzt auch nicht immer so krasse Sachen, sondern auch wenn man sagt, yo, ich bin in 5 Minuten da und man schafft's nicht, dann ist es ja quasi auch gelogen. Für den Videoverlauf würde ich mich für A entscheiden. Wenn ich allerdings komplett ehrlich antworten müsste, würde ich B sagen. Bedenke aber, dass du das Geld nur erhältst, wenn du alles so entscheidest, wie es der alte Mann von einem guten Menschen erwartet. Ich habe so ein bisschen die Theorie, dass der alte Mann sagt, yo, du bist ein guter Mensch, wenn du ehrlich bist. Und da du bei allem das geantwortet hast, was ich hören will, bist du nicht ehrlich, also kein guter Mensch, ergo bekommst du nicht das Geld. Ich sag B! Dann lösen wir jetzt mal auf, wie du dich hättest entscheiden sollen, um das Geld des alten Mannes zu erhalten. Bei der ersten Entscheidung mit den Hundewelpen und der Spinne wollte der alte Mann, dass du dich für sie einsetzt. Ja. Er will, dass sein Erbe jemand erhält, der mutig ist und sich für andere stark machen kann. Die zweite Entscheidung mit dem Zug und der Frage, ob du eingreifst und das Gleis wechselst, ist eine sehr schwierige. Ja. Der alte Mann wollte, dass du dich dafür entscheidest, einzugreifen und somit einerseits die Menschen rettest. Ach so. Ja, habe ich ja richtig gemacht. In der Gruppe der 5 Leute waren ebenfalls Kinder. Du bist zwar kein Held, aber der alte Mann findet, du hast das Richtige getan. Irre. Bei der Entscheidung zwischen den Freunden und dem Internet erwartet der Mann von dir eine klare Entscheidung. Und zwar für A. Ja. Der alte Mann ist einsam und hat selber keine Freunde und Verwandte. Er will nicht, dass es dir später genauso geht. Ja. Bei der Frage mit dem Balkon will der alte Mann, dass du dich für A entscheidest. Logisch. Und die Katze rettest. Habt ihr eigentlich immer noch alles so entschieden, wie es der Mann verlangte? Ja. Bisher war es auch immer A. Ist ein bisschen einfallslos. Bei der letzten Entscheidung zu der Frage, ob du lieber angelogen werden willst, als selber zu lügen, ging es dem alten Mann vor allem um eine Sache, und zwar um Ehrlichkeit. Ein ehrlicher Mensch sollte ja eigentlich nie lügen. Doch wenn ihr euch entschieden habt für A,
dass ihr lieber angelogen werdet, als selber zu lügen, nur um den alten Mann zufriedenzustellen und das Geld zu erhalten, dann habt ihr wahrscheinlich selber gelogen. Wie sieht's denn bei euch aus? Ja. Habt ihr alles so entschieden, wie es der Mann verlangte? Ja. Hättet ihr theoretisch das Geld erhalten? Theoretisch. Theoretisch. Wenn du dich richtig entscheidest, gewinnst du 10 Millionen Euro. Theoretisch 10 Millionen Euro. An der Stelle möchte ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Ich habe euch das komplette Video von Wissenswert auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also schaut dort gerne mal vorbei. Auf meinem Zweitkanal habe ich soeben auch ein neues Video hochgeladen. Da ging es um den Coffin Dance, um dieses krasse Hype-Meme. Schreibt mir, wie auch bereits gesagt, gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr alles richtig beantwortet habt oder wie ihr euch bei einigen anderen Sachen eventuell entschieden hättet. Allerdings befinden wir uns jetzt auch im Outro und hier oben ist ein Smiley eingeblendet. Wenn ihr da draufklickt, macht das einfach mal. Da passiert was Wundervolles. Ihr könnt nämlich Abonnent von meinem Kanal werden. Ja. Könnt auch nicht so toll dann sein, ne? Vielleicht auch lieber lassen. Und hier ist das Video von meinem Zweitkanal, was gerade online gegangen ist.